Das ganze Graffiti-Zeug wurde professioneller. Er hat es dann auch gemerkt, dass es kein Kinderzeug mehr war. Ich kann mich auch noch an eine Sache auch sehr gut erinnern. Ich hatte damals einen Auftrag mit Lumme zusammen gemacht, also ein Sprüher aus München. Wir haben drei Kaisers bemalt. Eine in Gneisenauer Straße, eine in Berlin, Kreuzberg, also am Kotti, und der andere war Heinrich-Heine-Straße. Und wir haben damals 30.000 Mark für den Auftrag bekommen, also 1.000 Euro für Adrian, für unseren Manager, der das organisiert hat, 1.000 Euro für Lumme, 1.000 Euro für mich, 10.000 Euro für mich, Entschuldigung. Dann bin ich hin und habe auf dem Küchentisch im Umschlag 10.000 Euro auf den Tisch gepackt, habe gesagt, Baba, ich habe jetzt einen Auftrag gemacht, hier ist Geld. Und er schaut sich das an, 10.000 Mark, und der Mann hatte bis dahin in seinem Leben 10.000 Mark nicht an einem Ort, an einem Stück gesehen. Und ab da hat sich das Ganze für ihn gewandelt. Sie haben vorher auch nicht großartig dagegen gekämpft, aber da war schon was anderes, wo er gemerkt hat, okay, das ist nicht Schmiererei oder irgendwas, sondern der Junge meint ernst. Aber davor ist eine interessante Sache, die muss ich dir auch erzählen. Also Mitte 80er Jahre, wo wir angefangen haben, U-Bahn-Züge anzumalen, natürlich illegal, ne? Da kam er irgendwann mal abends nach Hause mit meiner Mutter und meinte so, ja, wir sind gerade U-Bahn gefahren und die U-Bahn war bemalt. Und ich dachte mir so, oh nein, jetzt wird er es mir verbieten, weil er es gesehen hat. Und dann sagt er, sah ganz schön aus, war hübsch. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh Mann, der realisiert gar nicht, dass das illegal ist, dass man das nicht machen darf. Aber ich habe es natürlich nicht gesagt, ich wollte nicht in dem Moment Ärger kriegen. Ich so, ja, ja, okay, cool. Ja. Und er meinte, ja, so hübsch aus, schöne Farben. Und so, ja, okay. Ich so, ja, er hat es mir nicht verboten, also ich kann es weitermachen. Ja, das sind so ein paar Erinnerungen, die halt dann noch hängen geblieben sind. Ja, dann... Wie kamst du da zu dem ersten Auftrag? Ich meine, das ist ja ein Sprung von einfach Bilder malen zum Kaisersauftrag. Ja, das war so, dass ich damals, mein Kumpel, der bei mir gewohnt hat, Adrian, der ist dann gleichzeitig so ein bisschen so mein Manager geworden. Das heißt, ich war überhaupt nicht der Typ, der Aufträge besorgen wollte oder mit den Leuten über das Geld verhandeln wollte, sondern ich wollte eher so der Künstler sein, der das malt, und das Organisatorische wollte er machen. Er hat gesagt, gut, dann machen wir zusammen was. Wir machen Aufträge, 50-50. Du organisierst die Aufträge, du sorgst dafür, dass alles da ist. Ich male und wir teilen uns das Geld. Das haben wir dann so gemacht. Dann haben wir die Sache so ein bisschen vergrößert. Dann kamen andere Sprüher aus anderen Städten, zum Beispiel, wie gesagt, Lumet aus München. Dann hat er die BBC-Crew aus Paris geholt, JSG. Dann hat er John, der eigentlich aus New York kam, auch geholt. Die haben dann bei uns gewohnt und das Ganze hat dann so eine Dynamik genommen. Dann waren wir eigentlich eher so die professionellen Sprüher. Wir haben Aufträge gemalt, haben viele Dosen bekommen mit diesen Dosen, die übrig geblieben sind von den Aufträgen. Da konnten wir unsere privaten Sachen machen, konnten wir Leinwände malen, dann Ausstellungen, solche Sachen. Dann nahm das Ganze alles so eine große Dynamik